Hallo Leute, ich bin Jane und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Video. Es ist zwar Minecraft Alpha, man sieht es hier, und ich habe einen Steve Skin. Ich weiß, ja, hat kein Internet, bisschen problematisch gerade, ein bisschen notfallmäßig. Ich habe ein bisschen vergessen, eine Aufnahme zu machen. Ist meine Schuld, ich weiß, aber ja, es ist hier ein kleines Notfallvideo. Auf jeden Fall, was ich Ihnen sagen will, ist, weil ist so ein bisschen eine Ankündigung, aber ich sag nur als kleiner Disclaimer, es ist noch nichts offiziell, es kann sich noch einiges ändern. Also, ja, da wird sich wahrscheinlich auch noch einiges ändern. Das ist alles halt, wie gesagt, noch nicht. Alter, das ist so laut. Ich hab doch nicht, sonst gleich so laut. Ja, genau. Weil es steht noch nichts fest und so, wie gesagt halt. Ja. Und zwar, was habe ich vor? Und zwar sind es gleich zwei Sachen. Einmal einen Community-Server, jedoch ist. Ich glaube, da gehe ich mal lieber nicht hin. Jedoch ist da eher die Frage, wie wird es aussehen bezüglich, wie ihr darauf kommt auf den Server. Ja, das ist immerhin überlegen. Und er ist wundert, ich habe ihn auch noch nicht ganz, also ich war zwar schon im Server, aber das könnte ein bisschen tricky werden, wie das alles dann am Endeffekt aussehen wird. Ja, die zweite Sache, die ist schon wahrscheinlich etwas sicherer, aber ich kann halt eben auch bei allen Sachen nicht sagen, ob sie kommen und wann sie kommen. Das ist halt alles ein bisschen spontan. Das zweite ist jetzt ein neues Projekt hier auf meinem Kanal. Es ist ein Main-Projekt. Es wird wieder ein Minecraft-Projekt, also jetzt kein anderes Spiel. Und ja, da werde ich so ein bisschen mit einem Freund, der aufhört, jetzt so ein YouTube zu machen, Minecraft-Videos und so ein Singleplayer-Let's Play machen. Ich werde ihn so ein bisschen so Minecraft die Arbeit jetzt so ein bisschen zeigen, weil er ist kompletter Battle-Edition-Spieler. Und ja, das könnte eigentlich recht cool werden. Bis da eben, weiß ich halt noch nicht, wie es dann halt eben sich auch der Folgenaufteilung und so aussehen wird. Da er jetzt auch nicht gerade den allerbesten PC hat. Und das könnte halt dann schon ein bisschen problematisch werden, so bezüglich Folgen und so, weil ihr habt ja meine ersten Videos gesehen, die waren ja auch nicht das allerbeste. Ich weiß nicht, wieso ich gerade unter Lytro fliege, ist ja langweilig. Weil es ist auch noch nichts Festes. Ich habe auch noch, ja, es ist bis jetzt alles noch so ein bisschen in Planung und so. Ist also wirklich, es ist alles wirklich ganz, ganz, ganz schwammig. Man kann von noch nicht so, so richtig ausgehen. Es kann sein, dass es teilweise noch recht lange dauert, bis da irgendwas kommt. Und was ich auch sagen wollte, ich bin aktuell im Überlegen, ob ich für die nächste Zeit auf ein Video die Woche runtergehe. Beziehungsweise dann eine gewisse kurze Zeit gar kein Video macht, da ich da meine Prüfung immer näher rückt und ja, ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig die Zeit finden werde, weil die Videos sind jetzt nicht gerade unbedingt aufnehmen und hochladen. Muss da schon immer noch ein bisschen schneiden, damit es halt eben auch ein bisschen unterhaltsam wird. Auch die Streams werden höchstwahrscheinlich ausfallen. Also es wird ganz viel jetzt dann in nächster Zeit wegkommen. Also ich werde diese Woche werde ich noch zwei Videos machen, aber ab nächste Woche werde ich dann halt nur noch ein Video machen. Nur halt so als kleine Information, wieso halt jetzt dann nur noch ein Video die Woche kommt. Ist halt einfach, da ich halt einfach die Zeit brauche und dann, wenn es dann nochmal so weit ist, dass kein Video kommt. Es wird aber nur so vier Wochen sein ungefähr. Ich mal darum. Das kommt darauf an, wie auch nach der Prüfung zumindest meine Motivation ist, also wie ich sehr ich halt noch lernen muss und so. Ja, das ist, wie gesagt, auch, das ist, glaube ich, der einzige Punkt, den ich wirklich sagen kann, dass der wirklich zu 100% feststehen wird, dass dann ab nächster Woche nur noch ein Video die Woche kommen wird und ab dann einer gewissen Zeit, so Anfang Juni, wird dann für circa in Juni, Juli, also so in dieser Zeit halt eben, also wo die Prüfungen sind.
wenn dann halt keine Videos kommen. Also wenn ich dann mitten in den Prüfungen bin, dann werden auf jeden Fall keine Videos kommen, damit ihr euch darauf schon mal einstellen könnt. Aber das soll es dann auch von diesem kleinen, etwas anderen Video schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde mich über einen Like und einen Abo freuen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und Servus Leute, bis zum nächsten Mal.